So, einen wunderschönen Willkommen es ist doch Hexen jetzt tatsächlich geworden. Wie gesagt, Heretic ist erstmal pausiert. Wow, meine Abos sind fertig. Sehr schön. Genau. Wozu Hexen? Bei Hexen werden wir das Vergnügen haben, dass wir quasi, keine klassischen Level haben, sondern wir haben sogenannte Hubs. Das heißt also quasi, wir haben Maps, wo man praktisch von der Map in eine andere Map reinspringt, dann wieder zurück, dann in die nächste Map, dann wieder zurück, in die nächste Map, wieder zurück und so weiter und so fort. Der Vorteil ist natürlich, Map Design technisch kann man dann eine ganze Menge mitmachen. Der Nachteil ist aber fürs Let's Play jetzt, dass wir keine klassische Levelstruktur haben. Deswegen werde ich das Ganze jetzt so machen, Hexe, dass wir quasi einfach starten und genauso wie bei den Mytest Let's Plays und ähnliches einfach nach der Zeit gehen. Das heißt, pro Folge, ich glaube, wir fangen jetzt mal mit 50 Minuten an. Am Anfang geht es sowieso relativ schnell. Und dann immer noch 15 Minuten Karten. Ich schätze mal, das ist so am sinnvoll. Quatsch, klar, laden. Das ist so am sinnvollsten. So, Anfang tut es damit, was wir überhaupt machen. Shoes Class. Es gibt bei Hexen nämlich, also erstmal zur Erklärung. Zuerst gab es ja Ultimate Doom, also Doom mit Ultimate Doom. Dann gab es Doom 2. Das waren ja beides klassische Spiele mit einfach, man hat einen Charakter, die eigentlich näher definiert ist, sie hat nicht mal einen Namen, den spielt man und haut einfach allen und jedem auf die Fresse. So, dann gab es Hexen. Und bei Hexen hat man ja gesehen, okay, es war schon mehr in Richtung RPG, also quasi, dass man wirklich ein Rollen Spiel hatte, richtig mit Story im Sinne von, dass man drei Gegner hat und man selber hat auch einen nicht näher definierten Namen. Der wird erst später bei Hexen definiert oder bei Hexen 2, weiß ich gerade nicht, ob das schon in der Story vorkommt. Auf jeden Fall, ja, hat man quasi schon richtigen Charakter, um den auch eine Story direkt im Spiel existiert. Ich meine, zu dem Doom-Charakter gibt es natürlich auch eine Story. Aber die wurde erst im Nachhinein entwickelt. Ja, und jetzt bei, wie gesagt, Heretic gab es quasi unseren Charakter. Und bei Hexen ist jetzt wirklich schon noch mehr Richtung RPG, indem wir nämlich, wie beim modernen Spiel, uns eine Klasse auswählen können. Und da gibt es halt quasi den klassischen Fighter, also quasi der einfach, ne? So wie Doom Guy, aber nicht mit Waffen, sondern mit Knüppel und Schwert und, naja, quasi ein Krieger. Haut drauf wie, ja, ist ja geil was. Dann gibt es den Kleriker. Der ist so, naja, gut, lasse ich erstmal kurz außen vor. Wie gesagt, das ist der Fighter. Der ist hauptsächlich auf Kraft aus, hat aber quasi dafür nur Nahkampfwaffen, in dem Sinne, dass er halt hauptsächlich mit Schwert, Hammer und so ein Scheiß arbeitet, was halt nicht auf die Ferne geht. Dann gibt es den Magier oder den Mage. Der ist quasi genau das Gegenteil. Er selber hat kaum Kraft, hat aber dafür Fernkampfwaffen, die dann Damage haben. Und dann gibt es halt noch ein Zwischending zwischen den beiden, das ist dann halt der Kleriker. So. Ich persönlich als Magie-Fanatiker werde natürlich den Mage spielen. Und es ist auch so, wie gesagt, alle haben andere Waffen. Und auch die Waffen, die man später im Spiel dazu bekommt, variieren. Ja, das heißt, wenn jemand mit einem Fighter spielt, wird er andere Waffen bekommen als ich jetzt hier im Let's Play mittels Mage. So, dann gibt es natürlich wieder Skill, dann nehmen wir wieder den normalen Skill. Und dann geht es auch schon direkt los. Ja, da sehen wir auch schon den ersten Gegner. Der natürlich noch nicht aktiv ist, weil wir noch keinen Krach gemacht haben. Und ja, Hexen ist genau wie, ja, wie Heretic, kann man dann auch um und nach unten gucken. Natürlich wieder mit diesen, ne, diesen Effekt, den ich gezeigt hatte bei Heretic. Das heißt, so richtig 3D gab es damals natürlich noch nicht, sondern das war mit diesen
ja, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird mit diesem Ridesharing. Können wir mal ganz kurz hier. Ne? Früher sah das Ganze denn so aus. Also eher so verzerrt. Weil, wie gesagt, einfach, ne? Für die, die mein Heretic-Let's Play nicht geguckt haben. Ja, ich glaube, in der ersten Folge will ich jetzt nicht viel machen, sondern einfach nur erklären. Hier ist es halt so. Damals gab es noch kein 3D, in dem Sinne, dass man hoch oder runter gucken konnte. Sondern es ist einfach, wenn man sich jetzt einen bestimmten Punkt in diesem Bild, was man jetzt gerade sieht, guckt. Und ich jetzt nach oben gucke, dann sieht man, die Grafik an sich wird gar nicht, ne, normalerweise perspektivisch verzerrt, sondern es wird quasi einfach nur nach unten geschoben, beziehungsweise nach oben geschoben. Der Vorteil dabei ist, für die Engine ist das ultra einfach, weil sie braucht kein reelles 3D, sondern kann das mit ganz normalen 2,5 die Operation durchführen. Der Nachteil ist aber natürlich, wenn man sehr stark nach oben guckt, sieht man, das sieht alles total verzerrt aus. Und wenn man sehr stark nach unten guckt, sieht es auch alles ein bisschen verzerrt aus. Ja. Das waren so die Vor- und Nachteile damals, weswegen man das halt genutzt hat, weil damals waren die Rechner nicht so stark. Heutzutage, natürlich mit OpenGL, sieht man die Sachen, wenn nicht nur nach oben und nach unten geschoben, sondern tatsächlich richtig ne, gestreckt, gestaucht, gezerrt. Halt je nach perspektivischem Modell angepasst. So. Dann, wie gesagt, haben wir hier von Anfang an eine Fernkampfwaffe. Das heißt, wir können die da hinten quasi von hier aus angreifen, wie man es auch von Doom und Heretic kennt, mit ganz normal Schuss. Möchte ich jetzt noch nicht machen, weil dann wecken mich alle auf. So, was gibt es noch zu erklären? Genau. Hexen war auch das allererste Spiel, das sogenannte Polygone unterstützt oder Polyobjekte unterstützt hat. Sprich also, es gibt hier nicht nur die klassische. Na, guck mal, jetzt wird das zu technisch. Auf jeden Fall die erste Engine, die grafisch schon ein bisschen mehr konnte als Doom. Und Hexen. Als Doom und Heretic. Weil man wird es nachher auch bei der Tür zum Beispiel sehen. Die Tür kann nicht nur nach oben aufgehen oder zur Seite aufgehen. Sondern sie dreht sich richtig auf, was damals so, boah, eine Tür, die sich richtig aufdreht. Nice, wie eine echte Tür. Ja, sowas gab es mit Hexen zum ersten Mal. Und man sieht es auch hier schon hier. Bei Hexen wurde sehr viel Wert auf Atmosphäre gelegt, zum Beispiel halt wie eine Blätter. Und vor allen Dingen, was man jetzt hier gerade nicht sieht, aber der Himmel ist auch wahres Kunstwerk. Zum einen sieht man schon diese Blitze zusammen mit dem Sound natürlich. Heißt also auch hier nochmal Atmosphäre. Und in späteren Maps hat man dann auch Skies, wo sich die Wolken richtig bewegen. Das ist arschgeil. Deswegen, also Hexen, grafisch ein extrem cooles Spiel. Wir werden das Ganze, wie gesagt, jetzt als Mage spielen. Charakter haben wir schon erstellt. Normaler Schwierigkeitsgrad, was einfach dem geschuldet ist, dass ich persönlich Hexen schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Und wie man auch am Anfang gesehen hat, es gab hier keine Episode, sondern man legt einfach direkt los. Ist in der Hub-Map. Also das hier ist jetzt quasi keine klassische Map wie bei Doom 1, wo man durchrennt und ist man fertig. Oh. Unsere Ruhe ist zu Ende. Ja, das muss ich auch noch erklären. Sondern das ist quasi, also das hier ist erstmal nur so eine Einführungsmap. Und später hat man dann halt Maps, wo man halt startet und man dann von der Map in eine andere Map geht, dann wieder zurück, dann in die nächste Map, dann wieder zurück, dann in die dritte Map wieder zurück und so weiter und so fort. So. Und man hat jetzt gerade schon gemerkt, mit den Gegnern ist es hier auch etwas anders. Bisher bei Doom und Heretic war das immer so, man hat die Gegner, die in der Map sind und die hat man. Ab und zu teleportieren sich manche Gegner, heißt also, die sind außerhalb des Spielfeldes und werden rein teleportiert. Und das war's. Bei Hexen ist das jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Bei Hexen gibt es auch die Gegner, die von Anfang an da sind. Das sind zum Beispiel die hier schon stehen. Er. Und dann ist aber, um den Spieler auf Trab zu halten, spawnen ab und an einfach random auch, also nicht random, sondern an bestimmten Spots natürlich. Aber es spawnen auch einfach so mal Gegner noch zusätzlich.
Das heißt, selbst wenn man diese, ich hatte gesagt, man springt von einer Map in die andere und dann wieder zurück und so weiter und so fort. Und das hat den Effekt, dass selbst wenn man in einer Map drinne war, die eigentlich schon abgeschlossen hat, dann in die andere Map geht und wieder zurückgeht, dann kann es sein, dass da wieder Gegner sind. Obwohl die Map eigentlich schon leer war. So, ich würde mal sagen, lange Rede gar keinen Sinn. Ich erledige gleich mal hier die ersten Gegner. So, man sieht, wir sind relativ stark auf Fernangriff. Aber dafür haben wir halt nah kaum Kraft. Wir haben auch überhaupt keine Nahkraftwaffe am Anfang. Das ist die einzige Waffe, die wir haben. Also mit Faustschlagen und so können wir auch gar nicht. Wie man vielleicht auch sehen mag, was ein Unterschied zu Doom und Heretic ist, unsere Standardwaffe ist auch eine Waffe, die nicht headshottet. Also, ist keine Hit-One-Waffe, sondern sie hat auch eine sogenannte Wegezeit. Heißt also, wenn wir jetzt hier schießen und der Gegner sehr weit weg ist, gibt es eine gewisse Verzögerung. Das heißt, wir haben zwar eine Fernkampfwaffe, aber auf sehr hoher Distanz muss man halt auch mit beweglichen Gegnern aufpassen. So, ich würde mal sagen, die ersten Gegner sind weg. Hier geht es dann weiter und jetzt Achtung! Genießt diese Optik dieser sich aufdrehenden Tür. Also wer da keinen Orgasmus bekommt, ja, der kennt wahrscheinlich nur moderne Spiele. Ja, auf jeden Fall, das war's mit der ersten Episode. Und in der nächsten geht's dann hoffentlich richtig los. Genau. So. Ja. Genau. Schauen wir uns vor.